Bitte schön los, also gut, das war schon gestern, aber der fängt halt wieder einen neuen Stream an. Als hätte er irgendwie so ein Timeout. Also so einen Timer. Noch eine Stunde ungefähr. Ja, machen wir wieder einen neuen. Okay. Das den großen noch auf dem Teleporter, sehe ich das richtig? Kann ich den rufen? Kann ich ihn so rufen? Ah ja, folgt. Der zertrampelt doch alle. Kann er überhaupt hier zertrampeln? Der kommt doch niemals hier durch. Okay. Der kann aber schon gut rennen. Aber ja, der andere ist um einiges größer, der ist der Richt. Oh, nie. Jetzt habe ich ein neues gebaut, jetzt habe ich es gefunden. Und wo denn? Ich hab's im Fabrikator liegen müssen. Okay. Egal. Haben wir noch einen. Was bringt den eigentlich am meisten? Leben. Leben, Leben, Leben. Aber der hat ja relativ viel Leben. Ja, und Gewicht. Der kann Bären sammeln. Wie der sich freut hier. Ey, seid schwarz, ist der Leck. Geht ja über den Zaun hinaus. Aber der Drache ist noch nicht zurück. Das dauert immer. Aber echt komisch, dass er momentan das Problem hat mit Twitch. Beziehungsweise, vielleicht liegt es ja nicht an Twitch, sondern sonst aber. So, bleiben wir stehen. Bitteschön. Zur Benutzung eigentlich idiotensicher in die Hand nehmen, ja? Aktionstaste drücken, auswählen, wo du hin willst. Okay. Soll ich jetzt nochmal so einen großen zähmen? Wird halt irgendwann eng, aber warum nicht? Warte, wir haben hier ein Weibchen. Ne, ein Männchen war es. Ja, ich gehe mal auf die große Insel und schau. Auf die kleine Insel, meine ich. Schau, ob es da noch ein Weibchen gibt. Aber schau, da sind wir wieder bei der Theorie. Baust du ein neues? Ja, findest du es. Ja, aber das ist doch immer so. Oder in der Regel. Gut, den Futterdruck sind wir immer noch, oder?
Ja, wenn ich genügend, ne? Jo. Also sollte etwas passen. Ich hab fast gedacht, dass ich einen Rex gesehen hätte, aber das ist ja kein Rex. Ah ja, stimmt, da gibt es ja wieder diese Vögel, wo ich letztens gezähmt habe. Was sind das eigentlich für Tiere hier? Okay. Dodo! Was ist das jetzt? Exotischer Vogel. So. Männlich, weiblich. Weißt du, was lustig ist? Ich bin ja vorhin gestorben, ja? Der Skorpion lebt noch. Okay. Ah, das ist weiblich, ja. Zuerst genau schauen. Ich habe dieses Feminil und Maskulin, mit dem konnte ich gerade nicht wirklich viel anfangen. Aua! Es tut doch weh, ja. Ja, bin mal gespannt, wann mein Drache hier wieder da ist. Hey, schubst sie! Schubst mich nicht weg. Was hat der eigentlich für ein Level? Oder die, besser gesagt. Irgendwas mit 100 habe ich da gerade gelesen. Ja, aber weggeschubst hier. Doch, ich glaube Level 100. Ach, genau, ein Kanonsattel noch. Ich glaube, zu zwei war das einfacher. Wird halt einer weggeschubst. Oder vielleicht so. Vielleicht funktioniert das ja. Ach, die ist vor allem verliebt in den Typen, da. Okay. Wie lange dauert es denn, bis die wieder hungrig ist? Also eigentlich wäre die das ja, aber gut. Am Schluss verhungert die noch. Nein, nein, Spaß. Ja, steht weit bis hungrig. Bei Hunger hat sie ja schon. Ach, sie steht sozusagen auf mich. Wir haben wir momentan so viel, wir könnten eine Tankstelle aufmachen. Was haben wir? Benzin haben wir momentan so viel, wir könnten eine Tankstelle aufmachen. Gefühlt hat die irgendwie gerade keinen Hunger mehr. Der andere ist auch mal gelandet hier.
Irgendwie will die nicht richtig. Ah ja. Wie muss man die zähmen? Betäuben und dann wehren. Werden andere Tiere aggressiv, wenn ich jemanden betäube? Nein, bei denen nicht. Wenn du einen Triceratops zum Beispiel betäubst, also angreifst, dann werden die anderen aggro. Also das bloß das Triege nicht. Der haut ab. Wenn du ihn anschießt, haut er ab. Okay. Ich weiß nicht, ob der eine was gebraucht hat. Er rennt halt immer noch. Aber das sind ja Betäubungspfeile. Ja. Ja, aber manchmal braucht man halt 2, 3. Je nach Level und so. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mit dem Fernglas anschaust, also mit den, weißt schon, dann siehst du, wie hoch sein Betäubungsgrad ist. Okay, nicht halt. Also er müsste auf 100% einen braucht er noch. Ja, aber da er gerade ins Wasser geht, ist das ein bisschen die... Ja, das wäre blöd, weil er da ertrinken, schlafend. Da gebe ich dir recht, der würde jetzt jämmerlich ertrinken. Darum locke ich den aus dem Wasser raus. Wie der mir irgendwie hinterherläuft gerade. So, langsam könnt ihr aber mal mein Drache hier ankommen, oder? Ich warte eigentlich nur auf Drache. Ah, der ist gleich gezähmt. Den könnte ich theoretisch sogar ins Boot mitnehmen. Wie heißen denn die euch? Hm? Keine Ahnung, ich nehme Melitz. So, ich habe noch mal abgebrochen und noch mal neu den Vogel gerufen. Ich weiß nicht mal, ob es ein... Also wie es ein Weiblein, Melitz, keine Ahnung, ob das passt zu irgendwas. Nee, ich habe nur gemeint, den könnte ich theoretisch ja sogar ins Boot mitnehmen. Das sollte gehen, ja. Ich muss das Boot nur ein bisschen besser parken. Wobei, vielleicht geht sogar. Mal schauen. Kommt er hinein? Nee, er ist zu doof. Er macht doch diesen Sprung. Achso, ich habe noch komplett alle Beeren im Inventar. Das muss dann natürlich nicht. Oh, da ist eine lila Stoffhose drin. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, wie schon gesagt, wenn die Lootstrahlen weiter so sind, dann kann ich es aber bei Standard lassen. Da kommt auch nichts mehr Schlechteres raus. Ich habe das Gefühl, der kann da nicht durch die Türe. Mal schauen. Ah, doch. Okay. Ah, da war nur Level 37. Thank you.
Wir haben unseren ersten lila. Baublan. Okay. Schon ein bisschen komisch mit diesem Haus so ein Tier mitzunehmen. Kann ich den auch reiten ohne Sattel? Nee, geht nicht. Nee. Aber, warte mal, das war Fiomir, gell? Für den könnte ich sogar schon haben. Aus dem Strahl. Er ist zu doof, um aus dem Boot zu kommen. Hallo. Ja, da habe ich Standardsättel, 2 Stück aus dem Strahl schon gesammelt. Also einen Sattel habe ich für den auf jeden Fall. Gut, ich weiß nicht, für was der überhaupt gut ist. Fahrtbewegung. Zum Reiben. Das Sattel hat er. Vor denen hast du noch kein Tier, oder? Nee. Aber 2 Sättel habe ich schon gefunden für den. Ich finde die nicht einmal hässlich, also die sind schon echt schön. Oh, ein bisschen Gewicht noch mehr. Die tun mich immer an diese Nasenbären erinnern. Ja, ist halt eine komische Kombination, ich habe ja vorhin auch schon gesagt. Komische Kombination aus allem möglichen. Mein Drache macht bestimmt eine Welt. Umsegelung. Keine Ahnung. Kann er auch Bären sammeln? Nee, kann er nicht. So, soll ich mal den Papa verschlagen? Nein, der kann, glaube ich, sogar Holz niederknallen. Ja, das kann ich ja mal kurz schauen. Aber der nimmt keine Dinge. Hm? Bären nimmt er nicht mit. Ja, es gibt immer 3 Möglichkeiten. Du hast einmal die aktive Ding und meistens auf Tastatur C machen sie auch nochmal was. Guck, Holz und Stroh. Aber auch nicht die Welt. Also er überlädt schnell. Ja, er kann nicht viel tragen. Das ist das sein Hauptproblem. Und er hat nicht wirklich viel Ausdauer, wie man gerade merkt. Hast du die Werte von mein Ding schon mal gesehen? Von meinem Mammut? Nee. Die musst du mal angucken. Also für einen Mammut ist das schon stark, was ich da gefunden habe. Da brauche ich jetzt nur noch ein vernünftiges Weibchen und dann macht das Züchten eigentlich schon richtig Sinn. Das wird genommen von mir. Sehr schön. Ist das das Mammut? Nee, das ist der Elefant. Das Mammut ist das Größere. Der Urzeit. Ach so, da hier. Ich habe schon gedacht, ja. Was hast du gemeint? Wegen Gewicht oder was?
Alleine die Ausdauer, dann 6000 Leben, ja? Ja. Dann macht er ja schon 356 Nahkampfschaden, dafür, dass er nicht gezüchtet ist. Ja. Ja, und 1000 Gewicht ist sowieso genial. Also mit denen kann man richtig arbeiten. Aber Sieht dass die komisch aus. Werte so gut sind und zusammenpasst, das heißt eigentlich ja selten. Naja. Aber bei dem sind jetzt die Werte nicht so speziell gut. Also ich sehe sicher nicht schlecht im Vergleich zu was. Gut, das ist nur ein Level 40, also. Erstens das und zweitens zum Kämpfen sind die eigentlich nicht. Die sind halt wirklich zum Transportieren und Reiten. Aber schlussendlich ja wird er eh noch genügend leveln. Ja, und im Endeffekt ist das ja eigentlich ja, weil schon, du brauchst welche zum Züchten. Die Zucht soll ja eigentlich das ausmachen. Genau. Jetzt bräuchten wir noch nur ein männlicher noch und dann würde man theoretisch das höher bringen. Stimmt, bei dem Biber. Was sind das eigentlich? Zwei Männchen? Nee, Männchen und Weiblein. Also die könntest du auch züchten, denn Richtig. dann Ja. würdest du ja noch einen besseren kriegen. Ja, aber wie schon gesagt, ich war ja heute den ganzen Tag jetzt halt an die Löwen. Ja. Das hätte ich jetzt zwar nebenbei machen können, weil schon sobald die selber fressen, kann ich das nächste züchten. Aber Biber brauchen ein wenig länger wie die Löwen. Der Akentabis hat ja länger gebraucht wie die Löwen. Da war ich ja bis 2 Uhr irgendwie gesessen. Tja, das haben wir dann gleich schon. Ne, das haben wir schon gehabt. Naja. Ich glaube eh, dass ich bald Ende mache. Ach, mir habe ich eigentlich viel geschafft, muss ich sagen. Ja. Metall sind die Öfen wieder drin. Oh, der andere läuft Ein voran. Teleport-Pad habe ich jetzt auch noch gebaut. Na gut, der Drache kommt jetzt halt irgendwie trotzdem nicht so schnell zurück. Tut mir jetzt zwar leid um meinen Skorpion, aber der wird überleben. Und wenn nicht, dann nicht. Du hast gesagt, er lebt noch. Er lebt noch, ja. Der steht in der Wüste. Ach so, aber du kannst dich nicht dahin teleportieren und den direkt mitnehmen. Nee, weil ich ja nicht weggeportet bin, sondern gestorben. Und wenn du stirbst, fliegt automatisch dein Vogel heim. Okay. Das ist so ein kleiner Bonus an den Bändchen am Fuß. Was ja auch Sinn macht. Weil meistens bist du dann weit weg, weißt schon, da kommst du so schnell gar nicht hin. Das Einzige, was passieren kann, der kann jetzt halt irgendwo an einem Baum hängen geblieben sein. Deswegen ewig brauchen. Kann gut sein, dass das das Problem ist. Naja, aber ich würde sagen, meine lieben Leute, das soll es für heute gewesen sein. Für diesen Stream. Danke fürs Anschauen, habt noch einen schönen Abend. Bis ein andermal. Wer schaut denn noch zu? Der Papa-Bär. Vor allem langsam, glaube ich, sind wir so weit, dass wir dann auch welche mitspielen lassen können. Genau. Bye bye.
Ach, jetzt muss ich die richtige Tastatur nehmen, sonst schreibe ich, mache ich was im Spiel.